Eric war einsam. Man hatte ihm verboten, dem AIDS-Jungen zu nahe zu kommen. Dexter wusste, dass er sterben würde. Er hatte AIDS. Niemand konnte ihm helfen. Meine Großmutter sagt, dass du in die Hölle kommst. Mein Arzt hat gesagt, keiner weiß, was nach dem Tod kommt. Wenn es deine Großmutter weiß, muss sie ein Genie sein. Sie ist Verkäuferin im Supermarkt. Aber Eric fasste sich ein Herz und ging aufs Ganze. Du bist ja winzig. Halte immer einen Sicherheitsabstand. Wie groß ist dein Sicherheitsabstand? 2 Meter. Und sie wurden die besten Freunde. Wahnsinn! Oh mein Gott! Wie man sich vorstellen konnte. Sobald sie das Mittel gefunden haben, sausen wir zum Italiener und bestellen einen von diesen riesigen Familieneisbechern. Das klingt fantastisch. Was hat sie? Sie hat Angst, dass sie das Mittel nicht mehr rechtzeitig finden. Keine Masern, keine Windpocken, er hat AIDS. Du fährst Montag früh ins Ferienlager. Gemeinsam waren sie stark. Und Eric hatte nur ein Ziel. Morgen bin ich hier weg. Aber sie macht sich sicher wahnsinnige Sorgen. Die Krankheit zu besiegen. Du weißt genau wie ich, dass sie erst wieder glücklich wird, wenn wir ein Mittel gefunden haben. Ein Gegenmittel zu finden. Aber das Ende kam. Unaufhaltsam. Die Geschichte ist voll von sehr kranken Menschen, die plötzlich ohne jeden Grund wieder gesund werden. Wenn so etwas geschieht, nennen wir das Wunder. Manchmal kriege ich schreckliche Angst. Nimm den in den Arm, wenn du schläfst. Und wenn du aufwachst und Angst hast, dann sagst du dir, hey, Moment mal, ich bin doch ganz nah bei Eric. Joseph Marcello aus Jurassic Park und Brad Renfro aus Der Klient. In einer Geschichte über das Leben, den Tod und das Wunder der Freundschaft. New York Times schrieb, ein schauspielerisch herausragender Film, ein ergreifendes Werk. Mississippi, Fluss der Hoffnung.